Herzlich willkommen, liebe Leute, zu FIFA 23 und General und Part 88, Mallorca, Leute. Na? Na, echt der letzte Part, meine Fresse, ne? Das darf gar nicht passieren. Mei, was ist denn? Wow. Cool. Hast du erlebt? Oder noch nie? Weiß ich nicht. Gut, dann spielen wir jetzt gegen den anderen, aber es ist trotzdem ein paar Dochterdosk, weil das hat mir doch mal gezählt. Wir begrüßen Sie aus Madrid, aus dem Estadio Santiago Bernabeu, liebe Zuschauer. Willkommen zu dieser Partie. Also jetzt nur vier Spiele habe ich gesehen, ich muss alle vier gewinnen, um aufzusteigen. Das ist sehr unrealistisch. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Real Madrid gegen Bayern München. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch nur noch der Torwart vor sich. Oh, wunderbarer Treffer. Immer ein Leckerbissen. So ein Lupfer und dann auch noch aus dieser kurzen Entfernung. Cool. Real Madrid ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Rückschlag reagieren. Also realistisch, wenn ich in der Liga mir heute beischauen fühle, ne? Realistisch jetzt, ja. Das muss der Ausgleich sein. Weiter gefährlich nach diesem Block. Voller Einsatz hier, sie haben den Ball. Schöner Pass von Benzema. Wichtig, das neue DNA. Super Coin, ja. Die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Angriff beendet. Ah. Mani. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Kein Tor. Courtois hat den Ball. Benzema, weg ist der Ball. Serge Gnabry. Sie können es machen. Und da haben wir es, das Tor. Nice. Cool. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Modric, ja, Mitspieler sind da. Klasse Pass. Kennspiel, ja. Parade neue, immer noch gefährlich. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Ja, er verliert den Ball. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Und dann machen sie doch noch zu bei diesem Steilpass. Karim Benzema jetzt. Am Ball Groß. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Wow. Toni Kroos, Valverde, Asensio. Kein guter Ball, das war's also erstmal. Au. Asensio. Real mit der Ecke. Schwer. Aber ich führe zwar nur. Kroos mit der Reingabe. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Wow. Groß zieht nach innen. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Könnte jetzt was werden. Oh Gott. Den versucht er zu lupfen, aber kein guter Versuch. Ja. Das ist nun für den Torhüter gar kein Problem. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Benzema.
Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Alter, es ist ein Rumgedümpel. Die Kollegen bieten sich groß an. Frühe stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ball gewinnen. Beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer in dieser Partie. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Auch im Moment sind sie ja nicht im Ballbesitz. Aha. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Da bedankt sich die Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie der Abwehr das Leben leicht. Schwacher Pass, sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. Real verliert hier den Ball. Oh, das ist ja ganz ein schlimmes Spiel, ne? Serge Gnabry. Thomas Müller. Gehalten! Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion lässt da überhaupt nichts anbrennen. Jetzt Carvajal. Den fangen sie ab. Coman kann über außen kommen. Und jetzt Müller. Müller, das muss es doch sein. Noch ein Tor. Wieder schlagen sie zu. 3 Tore Führung also. Und viel dürfte da nicht mehr anbrennen. Yes, Digga. Die Bayern erhöhen ihren Vorsprung auf 3. Klasse Spiel. Muss noch nicht das Ende sein. Weiter geht's. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da, der Konter. Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Müller versucht's mal. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Ja, geil. So, der. Oh, da doch, ist ja doch mal Geburtstag da. Ein paar 88, ne? Das muss ja laufen, ne? Läuft sie also diese zweite Hälfte? Es droht hier die Niederlage. Toni Kroos. Luka Modric. Gefährliche Szene. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Müller, da hat er den Ball verloren. Hat jetzt Anspielstation. Coman. Und das gibt Vorteil für Real. Schön abgeblockt. Benzema. Oh, das sah vielversprechend aus. Jetzt können sie vielleicht kontern. Coman. Er ist frei, da kann was draus werden. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Die erste Parade war gut, aber dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Geil. Unfassbar, Leute. Ne? Schauen wir wieder. Das 4-0 ist schon deutlich. Real Madrid mit dem Ballverlust.
Oh, viel Platz jetzt. Szene geht weiter. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Vinicius Junior. Er versucht mit dem Heber. Fein. Fein. Tor. Sie machen es Fenster. Im zweiten Anlauf. Erst die klasse Parade, aber Szene bleibt gefährlich. Und dann schlagen sie doch noch zu. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Come on, Benzema. Jetzt. Benzema mit der Chance. Mal ist beim Keeper. Ball. Die Fans wollen, dass es Vinicius Junior jetzt versucht. Die Möglichkeit. Neuer hält ihn. Klasse gemacht. Groß. Da ist Platz für den Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Und jetzt wird doch noch abgepfiffen. Gibt Freistoß. Für diese Aktion sieht der Torhüter die gelbe Karte. Mané. Mané, die Chance. Wichtig, dass er den abblocken kann. Da wäre Platz auf außen für Rodrigo. Chance für Vinicius Junior. Oh mein er Gott. Schießt hier ein Eigentor. Oh, ja. Lost. Gut. Ja, Leute, spannend. Noch mehr Spannung, als ich wollen würde, aber derzeit, aber boom. Neuer Spielstand, ja. 4:2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Früh stören, da musst du erstmal gegen ankommen, Leute. Ball gewinnen. Dani. Aber oh, Ball gewinnen hätte gefährlich werden können. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Da können sie kontern. Komm an, Spiel steil. Gut in den Lauf gespielt. Super, der kann abwehren. Musiala. Musiala! Gute Aktion, Spiel raus. Ballverlust Sané. Vinicius Junior. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Choupo-Moting. Gehalten. Macht er gut. Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Münd, ganz kurz, sie kommen jetzt. Da ist das Tor und damit sind sie in dieser Schlussphase fast wieder. Eins fehlt. Schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt, 4:3 der Spielstand. Ball im Aus, klasse Zweikampf, Einwurf jetzt. Ich bin eh zu blöd zum Eiern. Also schöner Pass von Benzema. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden.
Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Echt am Abseits gefühlt. Vorne des Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war. Uiuiui. Dani. Nein, verlierst du. Könnte noch der Ausgleich sein. Ist das ein Spiel? Ist das ein Tor? 4 Tore Rückstand aufgeholt. Das gibt's auch nicht alle Tage. Ausgleich. Eine rassige Partie. Viele oh, das Tore, gibt's ja viele nicht. Torraumszenen. Unglaublich gut zu gucken. Benzema. Tor. Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? Ein echtes Schützenfest heute. Nun steht es hier tatsächlich 5:4. Tja, wer will es Ihnen verdenken bei diesem Spielstand? Karim Benzema. Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz.